Jo, was geht, meine lieben Soccer Junkies? Ah ja, du bist wieder hier. Heute kommt mal ein Video, womit wahrscheinlich fast keiner gerechnet hätte. Und zwar, heute teste ich zwei Fußball-Mobile-Spiele aus. Und zwar einmal FIFA Mobile und einmal Pro Evolution Soccer 2020 Mobile. FIFA ist halt in dem Sinne Ultimate Team nur für Mobile. Man hat hier einen Story-Modus, den man in dem Sinne am besten zuerst abfährt. Hier ganz nett gemacht, finde ich, diese kleinen Gimmicks. Und dass man halt sich Spiele erspielen kann. Und man hat halt vorgegebene Dings. Ich werde euch am Ende des Videos zeigen, womit ich das Ganze spiele. Also ich spiele mit Controller, aber hier ist ja Tastatur angegeben. Und guck mal, wenn ich hier runter drücke, ich weiß nicht, dann passiert auch was. Das liegt aber an einem bestimmten Programm. Und das wäre dieses Video hier gefühlt nicht möglich. Ja, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Also was ich zu FIFA Mobile sagen kann, es fühlt sich so, wie ich es jetzt habe, wenn man sich ein bisschen daran gewöhnt hat, fühlt es sich an wie ein normales FIFA. Ich finde das so absolut krass. FIFA ist hier wieder, also EA ist hier wieder mal derjenige, der definitiv weiß, wie es geht. Also die haben definitiv hier ein sehr gutes Spielgefühl reingebracht, auch hier wieder mit der Schussleiste und alles. Geranda, Baby. Ja, nice. So. Hätte ich nicht gedacht, da habe ich gechoked, dass die es so rüberbringen können. Also das ist so wie mit COD Mobile, nur mit Fußball halt. Was mich nervt, ist so ein bisschen dieser Auto-Modus, der hier sich unfreiwillig selbst aktiviert. Oder eben halt, dass sowas hier ab und zu passiert, total unpräzise. Dass es dann nicht richtig erkennt. Aber das sind Kleinigkeiten, das ist Meckern auf einem hohen Niveau, finde ich. Schießen aus zweiter Reihe, Okay, das sind dann die Momente, wo ihr per Emulator auf jeden Fall mit der Maus agieren müsst. Oh. Aber dazu werdet ihr bei PES im Nachhinein noch etwas von mir sehen. Weil hier hat Pro Evolution Soccer etwas anders gemacht. Ich sag das mal direkt von vornherein her. Also das Krasse finde ich, hier gibt es immer einen zweiten Spieler, den die KI dann als Hilfe mit einbaut, wo ihr merkt, dass, okay, das ist der Automodus, der da gerade gesteuert wird, zu dem ihr auf jeden Fall auch als nächstes switcht, wenn ihr wechseln drückt. Ah, ich muss näher ran. Geht nicht anders. Nice. Lauf, Junge. Lauf, 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 lauf. Da steht so ein. Also, die haben echt eine gute Abwehr. Die stehen da echt als Wand. Da kommst du echt mega mies durch. Zack, drin, Ehre. So muss das. Auch die Wiederholungen, alles ist drin. Ihr könnt das alles einstellen. Ja, Gretchen. Ja, Vorteil. Egal.
Wir kriegen jetzt gelbe Safety. Was ich bei FIFA Mobile nicht herausgefunden habe, ob man eben halt Dings einstellen kann. Ja, Fail. Habe ich denn hier sprinten? Ach, habe ich gar. Hier steht Shift. So, wir sehen uns gleich im Menü. Mal eben abändern. So, wir haben es natürlich geschafft. Wir haben einen Spieler bekommen als Belohnung. Ein Silberspieler plus Rooney. Ganz klar, FIFA hat hier natürlich auch das typische Ultimate-System drin. Shop. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt irgendwelche Packs ziehen können. Ich bin mir sicher, dass hier, also wie ihr seht, hier ist absolut wieder Gratis-Pack. Wir haben hier nebenbei noch Events, also ich hatte hier wieder alles reingepackt, damit ihr mehr als genug in der Woche zu tun habt, auch punkto der Ausdauer und so. Ihr könnt die Spieler wieder trainieren und und. Also ihr habt mehr als genug zu tun. Hier kann ich auch mal das Tauschsystem zeigen. Sieht dann so aus. Also solche Gimmicks habt ihr dann halt, ne? Die müsst ihr teilweise mit Maus oder in dem Fall hier jetzt mit Controller, und bekommt ihr halt auch immer solche Spieler hier. Ja. Funktioniert das Sprinten auch? Schuss! Direkt drin, irre! Rooney! Sieht irgendwie komisch aus. Okay. Aber er ist drin. Rooney hat's gemacht. Also ich muss sagen, FIFA hat hier wirklich, also Gameplay-technisch wieder alles so schönes Gesamtpaket abgeliefert. Das ist unglaublich, was die Jungs da liefern können. Und jetzt, wo ich es eingestellt habe, guckt mal, wie schön das auf einmal läuft. Wiskabaska, mach mal ein Video, du Affe. Kappa. Nein, nichts gegen Barca. Spaß. Nein, aber das, mal ganz ehrlich, Leute. Es ist ein FIFA. Genauso wie es ein Mario Kart Tour bei Mario Kart ist, ne? Es läuft. Oh, wäre das schön gewesen. Also ganz ehrlich, Leute. Würde hier der Online-Modus noch funktionieren, könntet ihr euch hier tot spielen. Zack, drin! Auf Ehre! On fire, Baby. Aber vielleicht können wir das ja mal im Stream spielen. Wenn ihr Bock darauf habt. Ihr könnt mal in den Kommentaren hinterlassen, was ihr lieber spielen würdet. FIFA Mobile oder PES. Also guckt euch das Video komplett an und dann sagt ihr mir mal, was ihr sehen wollt. Also, ich kann euch nur sagen, für die FIFA-Fans, die kommen hier voll und ganz auf ihre Kosten. Also, das hier ist FIFA. So, Gameplay-technisch. Leider ohne, so wie ich das mitgekriegt habe, ohne Moderatoren. Leider. Ich weiß nicht, das halbiert so für mich das Spielgefühl halt, ne?
Lol, wo wollt der? Boah. Hier gibt's leider kein Switch, dass man halt auf die andere Steuerung wechselt. Geil, Spiel gewonnen. So, wir wechseln jetzt zu Pro Evolution Soccer. Wir sehen uns gleich dort im Menü. Bis gleich. So, da sind wir auch schon. Pro Evolution Soccer. Im Spiel werde ich euch gleich nochmal was punkto der Dings sagen. Punkto der Steuerungseinstellung. Weil da gab es etwas, wo ich echt erstmal fuchteln musste. Nebenbei, hier haben wir erstmal drei Gratis, die holen wir uns jetzt. Ich glaube, den kenne ich sogar noch. Gomez. Den kennt man doch. Und hier haben wir auch noch einen. Jetzt muss aber hier. Nice. Top Player. Natürlich auch direkt in meine Stellung und das nächste, was wir sehen. So, jetzt gehen wir in die Kampagne rein. Was ich. Hier ist ja meine Mannschaft, die habe ich jetzt so erstellt. Was ich erstmal sagen muss, ihr habt es wahrscheinlich gerade gesehen, das Menü ist absolut schlicht gehalten. Nicht interessant, nichts. Aber PES hat Kommentatoren. Und das gefällt mir, Leute. Nebenbei, was mir aber ein bisschen auf den Keks geht, ist so, PES hängt von der Engine her sehr zurück. Also der Sound, der Verbrauch ist halt absolut hoch, total veraltet bei der Grafikauflösung, die haben. Rollt schon, ja. Aber es fühlt sich trotzdem gut an. Also es ist trotzdem ein gutes Fußball-Mobile-Spiel. Es ist eben halt wie bei der Vorlagen auch. Man muss so ein bisschen abwägen, was man halt lieber hat. Allerdings muss ich sagen, hier funktioniert das mit einigen Buttons auch nicht so, wie es halt bei FIFA funktioniert. Hier ist ein bisschen. Ich will jetzt nicht sagen schwieriger, aber ein bisschen tricky. Nebenbei, ihr müsst gucken. Nein, da habe ich doppelt gedrückt. Ihr braucht zum Beispiel diesen festen Cursor da unten, also der für euch da unten ist, hier wo WASD steht. Damit die Steuerung mit dem Analogstick anständig funktioniert. Ihr müsst WASD da drauf haben. Sonst rennt das Ding da irgendwie randommäßig rum. Und ab und zu funktioniert das mit den Sprinten auch nicht. Also das ist echt ab und zu so ein bisschen tricky. Nein! Aber hier muss man definitiv präziser mit den Schüssen sein. Es ist hier mehr wie halt wieder eine Fußballsimulation und nicht eben halt, als würde man ein Arcade-Game oder sowas spielen. Ich weiß auch nicht. Hier, ich finde es hier, also was die kleinen Details angeht, wie zum Beispiel mit den Schießen und so, finde ich hier ein bisschen besser gelöst wie bei FIFA. Aber es läuft insgesamt nicht so rund. Das, ja, okay. Hier läuft es nicht ganz so rund wie bei FIFA. Es fühlt sich nicht so flüssig an. Es ist ein bisschen stockernd, finde ich. Was, also, es, jetzt muss man aber auch nebenbei bedenken, ich spiele per Emulator mit einem Programm, was eben halt mir das Controller-Steuern ermöglicht, was in dem Sinne dem Emulator vorgaukelt, hier Maustastatur.
Ah, aber trotzdem, für mich ist ja wichtig, dass es dann halt trotzdem sich anfühlt wie ein normales Fußballgame, ne? So, und da ist FIFA halt besser. Es hört sich bescheuert an, aber da ist FIFA besser. Ich verwechsel das immer. Ich gehe immer auf. Das gibt's. Ja. Ich muss das mal wechseln. Ich drücke immer hier auf Grätsche statt auf. Ja. So. Aber beides, wirklich beides sind gute Fußballspiele. Also im Großen und Ganzen sind halt einfach nur die Details, die Kleinigkeiten anders. Hier hast du nebenbei auch dieses, also puncto des Passens, Schießens, finde ich's. Ach, wo schießt er denn hin? Finde ich's ein bisschen, auch ein bisschen, mit diesem Zielfall, den man hat, finde ich's ein bisschen schöner gelöst, aber hingegen hier, ja, kommt es einem halt immer so vor, als würde der bereits Gas geben. Ne? Also als wäre es egal, was du drückst, du hast halt gefühlt immer denselben Druck. Nebenbei ich. Ja. Hier muss ich wieder dann die Maus verwenden. Also wie ihr seht, ich habe hier auch Probleme halt mit der Steuerung. Anders wie bei FIFA. Bei FIFA, keine Ahnung, ihr habt gesehen, wie flüssig und schön rund das lief. Ich stelle mich aber auch hier gefühlt dämlich an gerade. Ja, nimm ihn dir. Wichtig. Komm, geh ran da. Ach komm, also wie ihr seht, man verliert hier auch schneller den Ball. Es ist definitiv die stärkere Herausforderung. Ja, Lewandowski halt. Vielleicht denke ich hier auch gerade einfach zu viel nach, wie ich das Tor machen soll. Zack! Oh, Alter! Ich weiß es nicht. So, jetzt hier finde ich schön zum Beispiel, ihr könnt hier Ansicht ändern. So, und dann könnt ihr nämlich hier auf Schuss drücken. Ja, eigentlich dann halt. Komm, Granda. Da wirst du dann genervt. Ach komm. Mies. Nee, wird sie natürlich nie, weil ich alleine da stehe. Falls ihr denkt, so, ey, die Sprüche kenne ich doch irgendwoher. Ey, ohne Witz, es ist doch so lächerlich, wie steif das an einigen Stellen ist. Das sind eins zu eins dieselben Sprüche wie in PES Club Manager. Hier haben sie echt gespart. Komm, hol ihn dir. Ich muss zittern. Matthäus, versuch.
kommen! Ey! Hey, was ist denn das? Spiel verloren. Ah, mies. Mies, mies, mies. Ein Eigentor! Ihr solltet üben. Hierbei. Also, ich hab's beides bisher hauptsächlich nur für Config gespielt. Und als dann halt die Config-Runde lief, habe ich gestartet, aber ja, peinlich. Ah, wir spielen noch eine Runde. Das finde ich hier zum Beispiel auch ziemlich nervig. Ihr habt nicht die Möglichkeit, irgendwie mal raus, sondern ihr werdet direkt ins nächste Match reingeschmissen. Absolut ätzend. Ja. Dafür habt ihr hier aber auch keinen Ausdauerverbrauch, so wie bei FIFA halt. Also, in dem Sinne, ne, punkto, im nächsten Spiel sind deine Spieler dann müde. Boah, den hat er mir aber abgezwackt, ey. Warum auch immer es kein Autowechsel gibt. Er hat Maradona. Ach komm. Die linke Seite. Schon läuft der Gegenangriff. Kane spielt den Ball nach rechts. Oh, Kane hätte ich auch gern. Eigentlich ein guter Spieler. Er nimmt das Herz in beide Hände und hat fast Erfolg damit. Ach. Dieser Nicht-Auto-Wechsel, ey, der fehlt hier. Schuss. Ey, du kannst nicht durchrennen. Du rennst los, aber du kannst nicht einfach losrennen, ne? Anders wie bei FIFA. Hier, finde ich, musst du viel, viel taktischer vorgehen. Guckt euch das an, wie schnell er mir die Pille abzwackt. Lächerlich. Boah. Also, geht doch. Das erste Tor erzielt Manchester United. Sehr gute Schusstechnik, keine Chance. Also, wie gesagt, ich finde von den Bewegungen und Co. her
FIFA ist das flüssigere Game. PES ist definitiv wieder mehr dieses Simulation-Ding. Ne? Wo ihr mehr kämpfen müsst, es ist anstrengender. Es ist. Eben halt ein ganz anderes Feeling. Also wirklich, das eine gleicht nicht dem anderen. Bei PES musst du echt mehr auf kleine Details achten, ZB wie hier, auch viel ganz anders und mehr agieren, weil hier hast du nicht Autowechsel, hier hast du nicht, dass er automatisch irgendwas annimmt. Ich glaube, das, boah, schön. Ich glaube, du kannst es einschalten, aber ich weiß nicht. Hier ist es nicht so empfehlenswert. Es ist nicht so wie bei FIFA. Deswegen habe ich es, glaube ich, abgestellt. Komm, Torjubel mal rein. Also wie ihr seht, wenn es halt läuft, ihr habt echt nur mit Steilpass und so, es ist halt mehr dieses, dass die versuchen halt mehr das zu machen, was eben halt auch in der großen Vorlage drin ist. Und FIFA versucht es halt kompakt, aber dafür, dass es rund läuft. Ne? Dass auch die Steuerung sich, wenn ihr mit Emulator spielt, so wie ich jetzt, dann fühlt sich's halt bei FIFA mehr nach. Ach, Alter, lächerlich. Es fühlt sich dann halt einfach mehr nach dem an, was man kennt. Ach. Lauf, lauf, lauf. Komm. Wechsel. Es ist anstrengend, wirklich. Es ist Kopfanstrengung pur. Finde ich jedenfalls. Also, auch die Gegner sind hier viel, viel anstrengender als bei FIFA. Also das, was man bei FIFA bekommt. Ich weiß nicht, wie es online aussieht. Aber ihr könnt mir definitiv ja auch mal schreiben, was ihr denn spielt. PES? Oder FIFA. Für die Fußballfans unter euch. Ich bin mir echt noch unsicher, was ich von beiden, weil beides hat Vor- und Nachteile. Aber. Ach, zu hoch. Wir können ja mal das spielen im nächsten Stream. Ihr könnt in den Kommentaren mal abstimmen. PES oder PES oder FIFA. Und ich bin mir schon fast sicher eigentlich, dass FIFA gewinnt. Weil einfach FIFA die Fußballmacht ist. Gut, das war's von diesem Video. Wie gesagt, ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was wir im Stream mal spielen sollen. Gegeneinander PES oder FIFA. Checkt die beiden Games mal aus, sind beide free to play, ne? Und dann macht ihr euch mal selber ein Bild davon, ne? Ich habe hier Joy to Key benutzt. Das war's von diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ich bin raus.